Willkommen zu einer weiteren Folge Ever After Falls. So, erstmal raus aus den Federn, raus aus dem Haus, alles einsammeln und gleich mal die Post lesen. Stimmt, letzte Folge haben wir noch Post bekommen und die habe ich ja noch gar nicht gelesen. Dann bin ich ja einmal rumgelaufen und wir gucken uns das erstmal an. Wer schickt uns denn Post? Lieber Captain Casual, diese Mail wurde dir beim Jungfernflug der Tauben zugestellt, die du... Ah, okay. Ja, Anhang einsammeln, sehr gern. Was ist denn das? Weil das ist für eine Saat. Blaumatensaat, okay. Früchte im Sommer und Herbst. Alle zwei Tage erntbar. Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist doch gar nicht schlecht. Das nehme ich natürlich gerne an. Das hier nehme ich auch gerne an. Und ich nehme an, irgendwas ist erntereif. Ach nee, Quatsch. Geht ja gar nicht. Oh. Das hätte ich noch. Ey, cool, der wechselt das ja gleich. Ja, das waren schon fünf, okay. Gut, dann wird das alles einmal gegossen. Oh, wollen wir mal nicht mehr gießen als muss. So. Ja, ich wollte... Was ist mit der Musik los, Alter? Voll fetzig heute. Ich wollte ja irgendwas ganz Tolles herstellen. Ich weiß aber nicht mehr was. Das ist so ein bisschen schade. Irgendwas mit drei Seidenseilen, das weiß ich. Und ich habe jetzt nämlich drei. Wir packen das erstmal alles rein und könnten gleich mal wieder... Das behalte ich erstmal. Ich werde... Genau, machen wir erstmal... Zack, zack. Ich werde erstmal Kupfer behalten, denn ich wollte mehr von diesen Saftdinger machen. Das weiß ich noch. Warte mal. Genau, von denen muss ich auch noch welche machen. Dafür brauche ich Seidenseil. Mit Ahornsirup. Den bekam ich... Ach ja, alles klar. Dafür brauche ich wieder bestimmt einen Sirup. Jetzt fehlt mir Seil. Ah, tatsächlich fehlt mir Seil. Wir müssen mal ein bisschen, ein bisschen Gras schneiden hier. Damit wir mal so ein bisschen, genau, Grasfasern kommen. Weil da habe ich, glaube ich, nicht mehr wirklich viel von. Okay, Pfötchen ist schon fertig. Kann ja gar nicht sein. Da ist auch ganz viel zu gießen. Es wäre schön, wenn man sagen könnte, okay, das ist das komplette Feld, das gießt du bitte. Und dann macht er das peu à peu fertig, ne? Dann brauchen wir doch nicht jedes Mal zurücklatschen. Naja, irgendwann haben wir die ollen Drohnen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber irgendwann ist es soweit. Dann haben wir sie. Und dann braucht Fötchen nicht mehr arbeiten. Also zumindest nicht auf dem Feld. Bobby, was? Bobby-Baumsaat? Was ist ein Bobby-Baum? Ich habe eine Bobby-Baumsaat. Oh, sehr gut, das brauche ich. Das brauche ich für Ahornsirup. Das ist ja richtig gut. Bobby-Baumsaat. Hm. Naja. Es ist, wie es ist. Ja, das olle Weißholz kriege ich ja nun auch. Das ist sehr, sehr gut. Da braucht man mich richtig. Warte mal, Irmat ist da. Warum zeigt er einen Pfeil drauf? Gut, dass der Pfeil darauf zeigt. Ich hätte das jetzt, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte, hätte das da Ewigkeiten rumgelegen. Okay, dann packen wir hier mal nichts rein. Wir packen aber hier was rein. Das muss auch reingehen da. Nicht aussehen, damit ein Bobbybaum. Ein Bobbybaum, na klar, wer kennt ihn nicht? Pack das doch darauf, sag mal. Und das haben wir doch auch da. Okay, warte mal, da habe ich doch bestimmt noch hier ein. Honey, haben wir. Ansonsten. Ja, den Brief packe ich mal hier rein. Die muss ich auch mal zusammensammeln, die habe ich jetzt überall irgendwie. Achso, warte mal, die Steine können auch mit rein. Die Steine. Okay, jetzt hole ich erstmal Ahornsirup. Also den Ahornsaft. Und vielleicht machen wir da schon Ahornsirup. Ich brauchte bestimmt drei. Alter, das braucht sechs Tage, ne? Ich brauche definitiv mehr von diesen Hähnen. Das ist ja Wahnsinn. Zwei. Und machen wir, das ist Ahornsirup. Zwei und einmal Kohle. Gut, dann holen wir die mal. Aber sowas von. Hier, komm, pack mal rauf da. Soll ich spenden? Im Leben nicht. Aber warte mal, eine Flasche. Nee, braucht ihr noch eine Flasche dazu? Nee. Doch. Ich brauche eine leere Flasche. Okay. Da müsste ich mal gucken. Leere Flasche. Da sind sie. Super Kleber. Und ich brauche Glasscheibe. Glasscheibe bekam man aus Eisenerz. Ich habe aber sieben.
Warte, warte, warte. Achso, ich muss das hier in das Gerät stecken. Okay, dann bekommen wir eine Glasscheibe, aber ich brauche ja noch... Ich habe schon wieder vergessen, ich brauche... Das ist sicher hier nicht. Ah, heftig. Warte mal, warte mal. Warte, 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 da. Genau, das Superkleber. Ich glaube, den habe ich auch nicht mehr, ne? Habe ich auch verarbeitet. Gut, aber dauert ja eh... Naja, eigentlich dauert es nur, bis das Glas fertig ist. Ach, Mann. Okay, na gut. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Das Ding können wir anbringen. Ach ja, und ich wollte... Genau. Ich werde den Bobbybaum wohl... Den werde ich wohl spenden, oder was? Die Saat. Ich glaube, es geht los. Okay. Dann schauen wir mal nach unseren Bäumen. Ob die langsam mal groß sind. Hier unsere prima angeordneten. Weißt du, was wir machen... Oder hier machen wir eine Reihe für so besondere Bäume? Ja, das machen wir. Die Musik ist cool. Ach, das ist, weil jetzt eine neue Jahreszeit ist, ne? Deswegen gibt es da einfach Musik. Ja, das macht Sinn. Okay, darf ich? Da darf ich nicht hin, glaube ich. Aber hier darf ich hin, oder? Ja. Der gute alte Bobbybaum. Da bin ich mal gespannt, was da nachher wächst. Gut. Okay, dann mache ich den Zapfhahn auch an so einen Baum ran, weil da kriege ich dann... Und eigentlich ist es egal, ne? Guck mal, nee, da habe ich ja schon zwei. Habe ich von denen schon zwei? Drei? Dann würde ich noch einmal an so einen Baum ranmachen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Genau. Schön den Zapfhahn erstmal festmachen. Richtig gut. Und da haben wir die Glasscheibe schon. So, sehr schön. Das haben wir. Ey, jetzt fehlt mir nur noch der Superkleber, ne? Habe ich wirklich nicht, ne? Oder habe ich ihn irgendwo anders reingepackt? Die Hoffnung liegt darauf, dass ich ihn irgendwo anders reingepackt habe. Ah, garantiert nicht. Nee, ich habe ihn einfach nicht. Ach Mann, das ist wirklich schade. Okay, ich wollte irgendwas herstellen. Was ist das? Das ist ein Inkubator. Obst- und Honigpresse. Genau, ich brauchte Honig. Und dazu bräuchte ich ja mal Goldbarren. Und Gold bin ich noch gar nicht dran. Ich liebäugel ja mit der Angel, ne? Ach komm, machen wir einfach. Wir machen eine neue Angel. Ich kann einfach nicht. So, wo ist das Holz? Ich brauche auf jeden Fall die drei hier. Irgendwann werde ich es bereuen, aber das ist egal. Das ist später. Das nicht jetzt. So, komm, machen wir die Angel fertig. Schnell, bevor ich mir anders überlege. Hier brauchen wir da nicht. Ach, Alpaka-Garn. Ja, das sind wir doch gar nicht. Yes. Sehr gut. Dann kann ich doch die alte erstmal... Habe ich gleich dabei. Perfekt. So, dann müssen wir so ein bisschen Kladderadatsch loswerden jetzt hier. Zap, zap, zap. Genau, da fehlt ja noch was. Und das passt da nicht mehr rein jetzt. So, warte mal, das... Ja, doch, das gehört doch rein. Ich werde mal mehr filtern müssen. Moment, ich hab doch... Warte mal. Kann ich das nicht herstellen jetzt? Jawohl! Bam, genau die zwei Sachen, die ich brauche. Das ist ja richtig gut. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wofür ich meine Dings brauchte. Ich habe es gerade gesehen. Ja. Nein. Der gute alte Pixie-Schrein, den hätte ich bauen können. Egal, dafür kann ich jetzt einen zweiten Mod einbauen. Oh Mann. Man muss auch mal Prioritäten setzen, das ist einfach so. Okay, dann mach die mal auf. Dann brauchen wir das. Sehr schön. Und dann... Können wir das? Die Glasflasche machen. Und dann können wir den Harz nehmen. Und kriegen Baumharz. Wird wahrscheinlich auch eine Weile dauern. Ja, wir können es nochmal gucken. Ich habe jetzt die Kohle rausgelegt. Das ist richtig, da hast du recht, Spiel. Okay, oh, nochmal Kohle. Jetzt haben wir aber alles. Das dauert alles ein bisschen, mein Captain. Aber dann geht's los. Wäre auch mal interessant, ob man die. Dings wieder bekommt, ne? Oh, ich habe mehr Gläser gemacht. Okay, gut. Ob er die Flasche wieder bekommt? Ah, wahrscheinlich nicht. Okay, angeln, angeln. Da muss ich doch erstmal aus meiner Angel den Mod rausmachen. Ja. Einen Mod anbringen. Und zwar den hier. Und jetzt hast du ja noch einen. Aber habe ich Mods?
Das ist kein Mod, ne? Nein, ein Sonnenball. Warte. Hier war was. Crit-Schaden ob. Der da ran kann. Mal gucken. Nee. Kann. An Ausrüstung mit leeren Obslot. Naja, aber irgendwie ist das auch Ausrüstung, ne? Ach, warte mal. Aber wir können doch Obs. Ja, Obs. Orbs. Die können wir doch kaufen. Die konnten wir doch irgendwo kaufen. Erstmal kannst du hier irgendwo gießen. So. Wo gab's nochmal Orbs? Moment, haben wir nicht einen Angelladen? Haben wir nicht einen Angelladen? Haben wir nicht einen Angelladen? Wir haben erstmal eine Karte. Angelshop. Ja, natürlich haben wir den. Und in dem Angelshop sollte es auch irgendwie Orbs geben, oder? Geld habe ich. Ich wollte, glaube ich, irgendwas verbessern. Irgendein Werkzeug. Stimmt, da war auch noch was. Es kommt langsam alles wieder. Die Erinnerungen kommen wieder zurück. Genau, ich wollte bei dir, ich glaube, meine Spitzhacke verbessern. Wie sieht es aus mit Quests? Oh Gott. Drei Block. Okay. 6 Eisenerz. 10 Muscheln beliebiger Art. Zeit mit. Das nehmen wir an. Ernte 19 Pilze beliebiger Art. Das nehmen wir an. Fange 3 Flatterlinge. Da bin ich vorsichtig. Die findest du nicht wirklich permanent. Aber die 2 Quests, die machen wir fertig. Warte mal. Oh, schade, das geht nicht, oder? Dann muss ich es da machen. Oh, das wäre so cool. Das wäre so cool. Naja, gut, schade. Es wäre streng genommen aber auch Diebstahl, von daher machen wir das dann doch lieber nicht. Obwohl, ich hätte es gemacht, wenn es gegangen wäre. Okay, ja, Muscheln sammeln, dann machen wir mal später. Ich brauche jetzt Orbs. Zeig mir deine Orbs. Was hast du für welche? Blauer Mod? Wurfreichweite plus 1? Na gut, Anzahl der Rollen? Ne, nicht noch mehr Rollen. Drehgeschwindigkeit der Rollen ist ganz nett. Lückenabstand in der Rolle plus 1. Langsamer oder Lücke? Ich mach die Lücke. Okay. Plus 1 ist jetzt nicht so viel. Oder, ja, es ist nicht wirklich viel. Aber es reicht vielleicht. Gerade die kleinste Rolle, ne? Die ist schon echt arg. Ob er das gemerkt hat. Ja, da an der Seite. Ja, hat er gemerkt. Sehr gut. So, sind wir mal gespannt. Ja, doch, das ist schon. Das ist schon gut. Okay. Ja, wunderbar, das passt. Ich stell dir mal vor, du hast noch eine Angel und bringst nochmal so ein Ding an. Sofern das dann geht. Ich weiß nicht, da stand irgendwas. Kann natürlich auch sein, dass du immer nur einen dieser Art anbringen kannst. Dann ist schwierig. Aber das ist schon viel, viel besser. Und wir müssten eigentlich auch weiter auswerfen können, ne? Mal gucken. Kann sein. Ja, kannst auch wieder 100 Ding. Da kommt nichts nach. Ja, dann angeln wir noch eine kleine Runde. Das muss ja, der Teil muss ja eingeweiht werden. Oh, die Hängematte. Die Hängematte. Es tut mir leid. Ich muss auf die Hängematte. Ich bin reif für die Hängematte. Und der Fisch kommt gerade perfekt. Zack. Nee. Ja, genau. So ist richtig. Oh, ist brav. Ist brav. Okay. Zack. Naja. Ja, müsste aber eigentlich reichen. Der müsste nach links plumpsen. Ja, genau. Da kriegst du alles mit. Das ist ja easy. Das ist ja total easy. Ah. Das könnte das Ding sein, was ich wegkloppen soll, damit ich die Pixies auf Steine setzen kann. Ist es das? Ist es das? Ich hoffe. Ich weiß nicht, ob es noch so eine Stelle gibt. Und nur wird es langsam zappenduster hier. Oh, Fische. Fische. Wir müssen angeln. Das werdet ihr doch sehen. Hallo Fisch. Hallo Fisch. Beweg dich. Nach vorne. Nach vorne. Ja, vor. Nein. Jetzt macht er das, ne? Du bist auch ein Stinker. So, jetzt hier komm. Also mehr entgegenkommen ist nicht. Perfekt. Das ist ein Scheuntor, ist das jetzt.
Perfekt. Ja, der Kleine ist noch ein bisschen tricky. Aber, nee, eigentlich auch sehr groß. Das fällt direkt durch das Ding, ohne irgendwo anzuhängen. Yes. Bam. Direkt auf den Kopf. Erschlagen. Ja, Boysball. Ja, sehr schön. Also mit den beiden Mods, ist das denn toll? Ist halt die Frage, ne? Du kannst das ja auch ausschalten, dieses Spiel. Oh, voll. Inwieweit machen da die Mods noch Sinn? Gut, es wird vielleicht auch welche geben, vielleicht, dass du mehr Fische bekommst, keine Ahnung, was. Aber ansonsten, was willst du damit? Ich würde jetzt gerne, ich habe mich gerade so ein bisschen verlaufen hier, Moment mal. Ich muss zurück. Oh Mann, wo laufe ich denn hin? So, also. Nee, doch, da lang. Jetzt müsste es was werden. Jetzt müsste es was werden. Warte mal. So, hier. Ja, ich laufe völlig falsch hier gerade. Oh, Fanti hat es gerade aber wirklich sehr eilig. Ich nenne sie mal Fanti, weil das ist so süß. Da ist der Laden. Okay. Kann weg. Kann weg. 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 So, auch nicht ein paar Fische verkauft. Wird ein bisschen Geld bringen. Und wir müssen immer noch gießen hier, Junge. Du hast noch nicht alles fertig. Und hier gibt es wieder sehr schön... Ja. Ich brauche viel mehr von diesen Würmern. Jetzt umso mehr. So, die nehmen wir morgen mal mit. Ich glaube, ich hatte sowieso schon genug. Und dann werden wir mal unsere... Ja. Ich glaube... Waren es vier? Ich glaube, ja. Und dann werden wir mal die Spitzhacke verbessern. So, Seile sollten wir auch ordentlich machen. Damit wir mehr von die Saftdingers bekommen, ne? Das ist wichtig. So, ich sehe hier fast nichts mehr. Ich kann jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wo er schon war, wo nicht war. Boah, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also cool wäre, wenn er sagen würde, okay, hier nicht mehr gießen. Ich kann es jetzt... Das Dumme ist halt, die Sonne scheint hier von der Seite so rein. Und da kann ich ehrlich gesagt nichts erkennen. Ich glaube, das noch nicht, das noch nicht. Schwierig, wirklich sehr schwierig gerade. Moment mal. So, ich musste mal kurz Mikrofon beiseite schwenken und mal ein bisschen dichter ran am Monitor. Und ich glaube, ich habe jetzt alles. Wir werden sehen, wenn irgendwas unregelmäßig fertig wird. Okay, ab in die Kiste. Bin ich mal gespannt, wie viel ich für die Dings kriege, für die Fische jetzt. Waren ja schon ein paar. Ja, so viel wird es nicht sein, aber ein bisschen. Ja, 216, immerhin. Immerhin. So, meine tägliche Lieferung, Steine und Weißholz, ganz wichtig. Wobei, bringt im Moment ja nicht so viel, weil mir fehlt jetzt Seidenseil. Ich hab das verkauft, wa? Ich wollte unbedingt eine neue Angel. Aber das wollte ich echt schon so lange. Ich wollte schon so lange eine neue Angel. Oh, das braucht wirklich lange. Ey, krass, hier gibt es gleich das nächste. Kann das sein, dass die schneller arbeiten, umso länger die das machen? Ist das so? Ich habe natürlich wieder nicht gelesen, von daher weiß ich es nicht. Aber es fühlt sich gerade so ein bisschen so an. Warte mal, zwei Seile. Was brauchte ich noch? Wir sollen einen Zapf fahren. Holz, ne? Nee, gar nicht. Habe alles dabei. Bam. Perfekt. Beziehungsweise erholt sie das, glaube ich, auch aus der Kiste. Okay. Das einmal hier rein. Da kann man ein bisschen zusammenraffen hier. Wobei, ich kann auch das hier machen. Das nehme ich mit. Holz packen wir hier am rein. Jo. Und dann Happy Owls. Aber erstmal schauen wir nach den Bäumen. Ob die mittlerweile schon das sieht. Sieht schon gut aus, oder? Ich glaube, die sind groß. Ja, werde ich das jetzt immer so machen. Immer wenn ein Saft fertig ist, dann nehme ich den Zapfhahn ab und bringe ihn da drüben hin. Ich glaube, das macht Sinn, weil wenn ich das jetzt abmache, dann würde ich die Tage verlieren, die es braucht, zum Fertigstellen. Warte mal, du fängst mal gleich an mit dem Gießen hier. Zack, zack. Na, damit, wenn ich wieder heute Abend hier ankomme und dann loslegen. Okay, ab zum Schmied. Der macht bestimmt später auf, ne? Der macht garantiert später auf, deswegen kann ich erstmal angeln. Es bleibt nicht aus. Ich mach's einfach so gerne. Irgendwann spiele ich mal rein ins Angelspiel. Das guckt sich aber kein Mensch an, aber
Ist egal. Okay, auf jeden Fall neuer Fisch, das ist gut. Perfekt, den kriegen wir. Jawoll. Oh, sogar zwei. Das ist ja richtig gut, aber zwei zu spenden. Perfekt, weißt du was? Ich nehme jetzt mal den Kram hier mit. Obwohl, nee, wir lassen es erstmal drin. Dann ist mein Inventar ja gleich voll. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, ab zum Schmied. Halt. Aber da kommen wir nicht ran. Vor allen Dingen bergauf angeln. Komme ich da nicht ran? Ich wüsste zumindest nicht wie. Okay. Der müsste ja da beim Fisch sein. Oh, drei Fische. Ich drehe durch. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich muss sie mitnehmen. Get them all. Okay, die kenne ich alle schon. Das ist wirklich relativ simpel, ne? Ah, ich liebe meine neue Angel. Okay. Das sind drei. Das sind drei Fische. Die holen wir uns alle mal. Und was machen die? Die drehen alle ab. Aber irgendeiner wird doch jetzt anbeißen. Hallo? Jawohl. Na gut, die kenne ich alle schon. Das war knapp. Okay, das war knapp. Und jetzt ist er wieder auf der anderen Seite. Jetzt muss ich da wieder rüber. Ich drehe durch. Bleib doch einfach mal. Halt doch einfach mal still. Du willst das doch auch. Du willst auch geangelt werden. Ah, ich glaube, die. Halt! Ah, der müsste wieder umdrehen. Jawohl. Rückwärtsgang. Anbeißen. Perfekt. Ja, der direkt. Ohne irgendwo anzukommen. Ja, ja, jetzt kann ich die schon nicht mehr aufheben. Okay, dann lassen wir es jetzt. Ich werde jetzt. Warte mal, wo konnte ich nochmal. Gab es eine Karte zum Inventar erweitern? Ich habe da irgendwo was gelesen. Lebensorb. Ah, das ist für Klamotten dann wahrscheinlich, ne? Ausrüstung, ja. Geschicklichkeitsorb, Glücksorb. Und ein Trefferchanceorb, okay. Hm. 3000 Gold und 10 Barren. 10! Wow. Ja. Ich komme wieder, wenn ich alles habe. Waren das 10 Barren? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also das habe ich ja völlig ausgeblendet. Oh nee, 10 Eisenbarren. Ja, das wisst, ihr wisst, was das heißt, ne? Ich muss in die Mine. Es bleibt ja nicht aus. Ach, Mann. Ach, ich dachte, wir hätten schon alles zusammen und dann. Aber es wäre auch ein bisschen sehr einfach, ne? Weil ich glaube, man braucht schon 4 oder 5 für Kupfer. Warum soll man denn für Eisen weniger brauchen? Das macht ja gar keinen Sinn, Captain. Das ist ja ein bisschen albern, was du da jetzt machst. So, ich glaube hier, ja. Ja. Ja, das Gießen finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Also, du musst immer so etappenweise machen. Ich würde das gerne einmal durchziehen. Aber dann müsstest du Ewigkeiten warten. Und mein Inventar ist voll. Oh, warte mal. Dann bringen wir erstmal die Fische zum Spenden weg. Dann haben wir das hinter uns gebracht. Und ich muss hier unten auch nochmal was bauen, ne? Sag mal, das ist so ein Pixie-Schrein. Den kann ich den nicht benutzen. Darf ich den nicht nehmen? Den brauche ich mir selber nicht bauen. Das wäre viel einfacher. So. Okay, habe ich noch? Nee. Haustier beschäftigt. Ah, jetzt kapiere ich das. Warte mal, kapiere ich das? Ja. Jetzt sind die. Das ist das Inventar vom Haustier. Das kapiere ich jetzt erst. Weil das ja eben stand, Haustier ist beschäftigt. Und da habe ich das kapiert. Oh Mann, ey. Okay, lieber spät. Oh. Lieber spät als nie. Da muss ich nochmal gleich mal gucken, wofür ich nochmal Ahornsirup braucht. Ah. Genau, du machst das mal fertig. Ich verkauf mal alles, wa? Mein Haustier ist ja beschäftigt. Deswegen kann ich das nicht alles wegpacken. Oh Mann. Gut, war das jetzt hierfür? Wofür war das nochmal? Dafür brauche ich Honig. Okay. Lebensmittel für Edler. Aber um Honig zu machen, brauche ich erstmal das hier. Aber für irgendwas.
Genau, das war's. Und Seidenseil. Genau, das war's. Dann kann ich das erstmal wegpacken. Dann kann das erstmal weg. Ich pack's erstmal hier rein. So. Seide einpacken. Warte, Moment mal. So. Exakt 5. Perfekt. Okay, dann jetzt die Fische wegbringen. Muss ja noch ein bisschen was... Ne, die Fische... Ja doch, die Fische kann ich jetzt wegbringen. So, jetzt aber mal rein damit hier. Zap, 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 zap. Und ich habe noch einen Zapfhahn. Achso, den kann ich ja gleich an den neuen Dings anbringen. Mensch. Der vegetiert hier mal mit dem Haar rum. Das geht doch nicht. Das geht schon, aber ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja gut, meine neue Angel. Okay, ich lasse sie hier. Hallo, bring doch... Pack die doch mal hier rein. So. Ja. Ich weiß, du machst das ungern, aber... Das nützt ja nichts. Schön, dann bringen wir das mal an den ersten Baum an. So. Das ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen sehr dicht, ne? Man kann gar nicht sehen, an welchem Baum hast du was dran. Gut, die Symbole werden da durchleuchten, denke ich mal, wenn die fertig sind. Ich hoffe, dass es so ist, ansonsten habe ich ein Problem. So, Pilze muss ich bei Gelegenheit sammeln und Muscheln. Aber nicht heute. Ich habe noch Zeit. Oh, da ist ein Fisch. Den habe ich jetzt nicht gesehen. So, moin. Ich brauche einmal genau das, was da liegt. Achso, warte mal. Diese weißen Steine soll ich weghauen. Wurde mir gesagt. Ungewöhnlicher Stein. Achso, ja, stimmt. Ungewöhnlicher Stein. Da muss ich gleich mal gucken. Was machst du damit? Ein interessanter Stein. Brich ihn in der Werkstatt auf, um zu sehen, ob etwas darin verborgen ist. In der Werkstatt. Welcher Werkstatt? Beim Schmied? Ich habe ja in dem Sinne keine Werkstatt. Oder? Ich wüsste nicht. Na gut. Ich habe auch irgendwie so einen Stein habe ich schon irgendwo rumliegen. Habe ich damit was gemacht? Nö, ich glaube nicht. Okay. Ja, Masse fertig. Sie haben es verdient. Aua, aua. Ach komm, ich bin jetzt hier. Man sollte schon richtig rumstehen. Sonst dauert das ewig. Das ist schön. Ordentlich Eisen. Es wäre jetzt schön, wenn das jedes Mal lucky wäre. Dann würde ich jedes Mal das Doppelte kriegen. Ah, aber gut, das ist von meinem Wunsch. Yes, weg damit, weg damit. So, Kohle nehmen wir immer mit. Ich habe zwar sehr viel davon, aber man kann ja nie genug haben, ne? Haben ist immer noch besser als brauchen. Ist so, ist so. Okay, wen haben wir hier? Blobs. Kleine süße... Oh, irgendwie ist jetzt hier mehr Eisen. Ich meine, ist ja Zufall wahrscheinlich, ne? Aber... Du könntest... Alter, die machen ganz schön Aua, die Jungs. Puh. Hey! Die werden kleiner. Oh Gott. Sicher ist das. Ist ja richtig mies. Okay, das ist heftig. Ich brauche besseres Schwert. Aber da brauche ich ja auch nochmal 10 Barren. Das wird ja toll. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber auf die Eisenbarren freue ich mich schon. So, was habe ich? Ich glaube, ich habe 4 Stück. Ich brauche 6 Stück. 6 ganze Barren. Und ich brauche ja, brauche ich 5? 5 Erze für einen Barren. Das heißt, ich brauche 30. 30 Eisenerze im Optimalfall, ja. Damit ich wenigstens dann die Spitzhacke verbessern kann. Uiuiui.
Scheiße. Okay. Da geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal auf einer Seite. Und da geht das weiter. Da wollen wir mal kicken. Oh, hier war ich noch nicht. Na komm, egal. Oh, weg. Sehr schön. Das brauchen wir. Okay, das war knapp. Ah, Hause weg. Komm. Zur Not nehme ich mal einen Heiltrank. Aber unnötig hauen lassen muss ich mich auch nicht. 30 Stück. Ich habe jetzt also 9 Stück noch finden. Das ist gar nicht so unrealistisch. Halt. Also das ist gar nicht so unrealistisch. Aber gut, ich hatte bis jetzt auch ziemlich viel Glück mit den ganzen Eisenerzen. Wenn das natürlich jetzt wieder weniger wird. Aber hier ist es mir hold das Glück. Das läuft ja beim Kreis hier. Genau, hau den mal weg. Ah, Hilfe. Ich kann auch nichts dafür. Der Hund hat dich angegriffen. Oder, naja, ein Hund ist es eigentlich gar nicht. Es ist irgendwas. Okay, 24. Was ist das denn? Will ich es herausfinden? Ein komisches fliegendes Auge. Aber es macht nicht viel Schaden, das ist schon mal gut. Oh. Ah, sehr schön. Schatzraum. So, das ist ein Doppelblob, ne? Da kommen 2 raus, glaube ich. Da kommen noch welche raus, so meine ich. Geht noch nicht. Ne, die waren größer, stimmt. Haben wir alles? Jo, dann müsste das jetzt offen sein, ne? Jawoll! Ein Crit-Schaden. Oh, warte mal. Moment, habe ich eigentlich an meinen Sachen schon irgendwie? Kann ich da schon... Leerer Orbslot. Ja, dann bring doch mal was an, da. Bist du sicher, dass du diesen Orb hier einfügen möchtest? Sobald er drin ist, kann er nur wieder gewonnen werden, wenn der Gegenstand eingeschmolzen wird. Was ist denn das eigentlich? +3 kritische Trefferchance. Kann den ausdrücken? Okay. Hau rein, das Ding. 3% ist ja gar nicht schlecht. Das ist schon ganz ordentlich. So, komm, 4 Dinger noch. Oh, ich muss mich beeilen. 2 Dinger noch. Das werden wir wohl noch hinkriegen, oder? Bevor hier die Spukheinis kommen hier. Spuklinge. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, ja. Ja, geht ja nur nach oben. Mensch. Okay, hier ist nichts. Dann geht's gleich mal weiter. Hier ist was. Im Optimalfall sind da 2 drin. Aber das ist utopisch. Ja, hau die Schnecke weg. Ich habe gesagt, hau die Schnecke weg. So, sehr gut. Bitte 2, bitte 2. Nein, nein. Ach Mann. Das ist doch gemein. Das ist doch gemein. Sag doch mal wirklich. So, da endlich. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt 30 Stück. Ich habe genug Eis. Okay, Eisensamen. Sag mal, sind das auch diese Steine? Nee, doch nicht, oder? Nee, die waren noch weißer. Ich täusche mich da gerade. Ja, die Spuklinge kommen. Ich werde es wahrscheinlich nicht gleich nach Hause schaffen, oder? Schaffe ich das aus eigener Kraft? Das ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Aber ich bin stets bemüht. Und das hat bei mir zumindest immer zu einem durchschnittlichen Ergebnis gereicht. Oh, nee, da unten. Oh.
Ich hab's gar nicht gesehen. Wobei es wahrscheinlich total Banane wäre, ne? Die Spuklinge. Ich weiß nicht, geht da irgendwas weg? Verliert man irgendwas? Wahrscheinlich gar nicht mal. Ja, ich weiß, dass sie in Kürze kommen. 10 Minuten noch. 5 Minuten noch. Das müsste ich aber eigentlich schaffen. Weil die sind am Anfang nicht so schnell. Ah, okay. Schnell ins Bett. Alter, die kommt sogar hier rein. Das ist wirklich creepy. Ja, wunderbar. Das ist doch richtig gut. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Ja, ein bisschen verdient, aber nicht ein bisschen Geld verdient, aber nicht schlimm. Ja, mach weiter. Dann haben wir alles zusammen. Wir können 10 Barren fertig machen. Wir können eine neue Eisenspitzhacke machen. Und dann können wir diese Steine weghauen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Das machen wir. Aber in der nächsten Folge. Und neue Möglichkeiten wären auch schön, wenn ihr dann wieder reinschauen würdet. Das war ein komischer Satz. Das passt irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Und verbleibt mit einem Ciao, ciao.